für die ihre Schuppen. Es ist 4 Uhr. Martin ist um 15 gestartet. Zweiter Schlag auf der fünften Loch. 4 Reisen. Und sieht er zufrieden aus. Martin, jetzt haben wir dich gleich da. Du bist jetzt seit ein paar Monaten auf der Tour wieder. Du hast das ja schon mal einmal geschafft, also vor ein paar Jahren. Zweimal schon auf der Tour, also das dritte Mal. Mhm. Ich glaube, sein Amateurpartner will da gerade spielen, wir sind da im Weg. Okay. Jetzt geht's. Das dritte Mal, wie fühlst du dich? Wie fühlt es sich wieder an, dass man wieder voll auf der Tour ist? Ja, jetzt fühlt es sich wirklich so an, dass ich da hergehöre. Also das ist der Unterschied, also vor allem der große Unterschied zu 2004, wo ich eigentlich nach einem Sensationsjahr 2003 gemerkt habe, dass mein Spiel nicht gut genug ist, um wirklich kontinuierlich da zu spielen. Und damals habe ich eingestehen müssen, dass ich nicht gut genug bin. Und dann habe ich sicher mit Veränderungen einiges bewirkt und habe 2008 schon relativ knapp die Karten verpasst und jetzt meinen ersten Sieg landen können im Juni und jetzt fühlt es sich wirklich so an, dass das der Platz ist, wo ich hingehöre oder die Tour ist, wo ich hingehöre und jetzt hoffe ich, dass ich das beweisen kann und lang draufbleiben darf. Ja, wie du gesagt hast, also gewinnen, das heißt die Kategorie 3 und du kannst alles spielen und aussuchen, ist das natürlich vom Planen her auch ein Riesenvorteil, also was du spielst und wie du spielst. Wie schaut der Rest deines Jahres aus? Ja, mein Ziel ist es eigentlich inspiriert und motiviert und relaxter in die nächste Saison einzusteigen und ein gutes nächstes Jahr zu haben. Also ich sehe das jetzt als Vorbereitung für nächste Saison. Also alles, was jetzt noch kommen mag an guten Sachen, sind ein Bonus. Und ich meine, für mich ist die Saison schon Erfolg. Also ich habe auf der Challenge Tour gewonnen und jetzt auf der European Tour. Also es kann mir eigentlich wenig passieren und so versuche ich das anzugehen und vielleicht ein bisschen Druck wegzunehmen. Und dann möchte ich nächstes Jahr, wie gesagt, frisch und motiviert kleine Saison starten. Ja, super. Ich meine, das hast du super gemacht und wir hoffen, dass denn auch die Bonuses noch dabei sind, dass du nochmal vor allem dabei bist. Mhm. AS Roma, ich habe das auf deiner Tasche vorerst gesehen. Wie ist deine Affiliation zu Roma? Erzähl uns ein bisschen darüber. Ja, das ist bestimmt eigentlich sehr viel von meinem ganzen Leben. Also es ist ein großes Hobby von mir. Also ich fliege mindestens einmal im Jahr nach Rom runter, ein Spiel zu schauen. Mein bester Freund ist auch ein riesen Roma-Fan. Ich habe meine Freundin schon mitgehabt in Rom. Also ich liebe die Stadt und ich liebe den Fußball, den italienischen und speziell eben den Fußball von Roma. Und also viele Spieler, die ich nicht gern gehabt habe, Battistuta oder Totti, waren oder sind bei Roma und deswegen ist einfach die große Leidenschaft und es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man im Stadion ist und ein volles Stadion hat und die ganze Stimmung mitkriegt. Österreich, hast du irgendeine Mannschaft, die du da verfolgst auch, die man hofft, die gegen Roma spielt? Nein, Sturm Graz ist. Ist deine, warte, wir müssen, ja, wir müssen ein bisschen uns bewegen, gehen. Aber das ist ja auch okay. Während dem Programm. Sturm Graz ist sicher eine Mannschaft, die ich verfolge und wo ich hoffe, dass sie ganz gut mitspielen können. Das war jetzt in der letzten Zeit ein bisschen traurig. Also jetzt kommen die Jungen nach und ich glaube, dass jetzt bald wieder eine bessere Mannschaft zustande kommt. Aber prinzipiell würde ich sagen, dass jedes österreichische Team, also auch wenn es jetzt Salzburg erfolgreich im Ausland spielt, dann freut es mich. Wenn es jetzt gegen Roma antreten würden, dann so. Werde ich sicher im Stadion sein, aber nicht für die österreichische Mannschaft halten. Aber sonst halte ich natürlich für jede von den österreichischen Teams. Super. Gut, du dann noch ein schönes weiteres Spiel, gute Woche. Okay. Und wir werden uns oben da sehen und vielleicht mit Markus dann eine Runde am Samstag oder Sonntag genau zusammen spielen. Schlussflight. Danke, Martin. Danke. Jetzt schauen wir nur noch kurz darüber. Der hat uns gezeigt, dass also der Platz ist ein Naturschutzgebiet.
Man sieht die Rehe da, die stehen ja direkt auf der Seite von den Fairways und die bewegen sich nicht. Also die sind es gewöhnt, abgeschossen zu werden oder fast, aber nur von Golfbällen.